aufstehen. Schatz, es ist halb neun. Guten Morgen. Guten Morgen, Pitchy. Guten Morgen. Halb neun, Zeit für die Action. Guten Morgen, Katze. Guten Morgen. Morgen, Schatz. Morgen. Morgen, Mike. Morgen. Morgen, Stefan. Hallo. Hallo. Hast du Bock? Ja. Wir besorgen uns jetzt Aufschnitt und dann holen wir uns Brötchen und dann reißen wir die Brötchen mit den Kuchenfingern auf und dann gönnen wir uns das. Ja. Da brauchst du, guck, stell doch vom einfach wieder weg. Was ist denn da? Was ist das hier? Wer soll dafür denn satt werden? Was war mal doppelt so groß? Was ist das hier? Schwarze Feuchtdinger, kannst du nicht lesen oder was? Räuch dich mal zusammen, hier, Moringa, was auch immer das heißt, hier. Moringa. Ich stell dir vor, Leute mit der Scheiße. Stell dir vor, Mike wird immer so reden. Dann wäre Mike nicht unser Freund. Kida Kneipenterroristen, Digga. Ich glaube, wir haben alles. Das tschüss. Ist mein neuer. Tschüss. Hast Bock? Nicht so, ne? Doch. Gut. Ich bin nur sehr. Ich gönne mir auch mal ein paar Arbeitshandschuhe. Ich bin gespannt, wie wir das so machen wollen. Ich denke mal, wir stellen uns einfach die Leiter hin und fangen an, das irgendwie von der Seite abzurupfen. So gut das eben geht. Wir werden versuchen, das da runter zu rupfen. Wie auch immer das funktionieren wird. Gucken, wie die Party hier oben aussieht. Hey, Mike. Hey, Diddy. So geil. Magst du mir meine Kamera auch gleich mitnehmen, wenn du unten bist? Das macht sehr viel Spaß. Mike ist gerade in Dachpappe gelandet. Ja, da müssen wir eh warten. Dann lasst uns mal kurz Pause machen. Auf die Viertelstunde kommt es nicht an, bis die wieder da sind. Ja. Oder? Mike, wie fühlst du dich so nach 2 Stunden Dachpappen abreißen? Kurva. Ja. Einfach ja. So, ich stehe immer noch auf dem Dach. Da unten arbeiten Menschen. Ich habe jetzt das ganze Dach mit Mike fertig gemacht. Man sieht, es ist immer noch etwas morsch und ich habe es jetzt komplett mit den Händen leer gefegt quasi. Und da sind einige Stellen, die wir ausbessern müssen. Mal gucken. Aber grundsätzlich sieht es gar nicht so schlimm aus, außer die Ecke da vorne. Weiter geht's. Jetzt kommt der Schutt weg. Und dann fangen wir an, das Dach zu decken. So sehe ich übrigens aus. Das ist mein Haus. Ist geil. Nein. Wir fahren jetzt Bitumenmüllreste, Dachpappen, Scheiße wegbringen. Auf dem Wertstoffhof Dingsi, ne? Ja. Und dann fahren wir schnell zu Ikea, holen den neuen Gartentisch und was noch? Ein Gestell für die Hängematte. Und weiß auch noch nicht so genau. Ach doch, Polster. Nice! Fuckies! Das ist sehr anstrengend, den Scheiß daraus zu holen. Ich zeige euch mal, was wir noch drin haben. Das da sind die fröhlichen Reste mit Schmuddelig. Schmuddelige Menschen. Yes. Ich sehe aus wie der Urwaldmensch. Geil. Jetzt fahren wir schmutzig zu Ikea. Willkommen zurück, voller Akku. Ja, good job, Lilly. Mike ist schon wieder auf dem Dach.
und verlegt coole Platten und so. Der Mann da macht sich Brötchen. Wir haben jetzt den Tisch geholt und wir haben das Gestell für die Hängematte geholt. Jetzt ist das Dach und das Haus am wichtigsten für den Rest des Tages. Der letzte Shit kann morgen gemacht werden. Nice, aber wir machen Progress. Die eine Seite ist sogar schon... Nice. Man sieht, wir haben ein neues Vordach. Und auch hier sieht es gar nicht mehr so kacke aus. Mal gucken, was wir schaffen. Wir haben jetzt hier so einen geilen Ikea-Tisch. Das sieht so aus wie ein Pimmel. Was sieht aus wie ein Pimmel? Das eben, meint ihr das? Was eben? Ach, egal. Ein Pimmel sieht aus wie ein Pimmel. Oder? Hab ich gehört. Macht Sinn. Ich kenne es. Es geht voran. Wir machen jetzt Tiersch. Tiersch machen wir. So, wir sind immer noch schmutzig. Ich habe jetzt hier die restlichen Stühle mehr oder weniger angesprüht. Wir haben jetzt auch 5 Bäumchen hier stehen schon. Stefan hat noch 2 dazu gekauft. Und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt wird am Dach gebastelt. Puh, wir sind alle kaputt. Nice. So. Wir sind ultra cool und Mike und Basti und ich haben quasi das ganze Dach hier gemacht. Und man sieht ein bisschen so, das ist die alte Dachpappe noch und da ist die neue Dachpappe. Aber es ist alles gemacht und da unten ist ganz viel Müll, da steht der neue Tisch und das ist die neue Hängematte. Und ja, morgen kommt dann Endspurt. Wir sind alle ultra fertig. Wir sind jetzt seit 11 Uhr, glaube ich, am Ackern. Es ist jetzt 20 Uhr fast. Also wird Zeit für uns, dass wir mal... Ne? Wir räumen jetzt noch auf. Und dann? Müssen wir vielleicht noch mal 1-2 Nägel reinballern. Gehen wir weg. Und dann gibt's Essen. Wenn sie jetzt runterfällt und kaputt geht, dann weiß ich Bescheid. Guckt euch die an. So fleißig. SMS. Was? SMS. Hallo Mike. Ich hab sicher kein SMS. Hallo. Hallo. So. Wird Zeit, dass ich auch runterkomme.